Der letzte Handelstag dieser ersten Börsenwoche des neuen Jahres verlief zunächst erst einmal relativ ruhig und gemächlich. Und das lag daran, dass wir heute in weiten Teilen Deutschlands einen Feiertag haben. Aber zum Nachmittag nahmen die Aktivitäten zu und das lag an einem sehr wichtigen Termin, nämlich der Veröffentlichung des großen US-Arbeitsmarktberichtes, der mit Spannung erwartet wurde. Und im Vorfeld erhoffte man sich schon eine positive Überraschung, denn ein Indikator, der vorher veröffentlicht wurde, der ADP-Arbeitsmarktbericht, nämlich der Aussagen trifft über die Entwicklung im privaten Sektor der Vereinigten Staaten von Amerika, der war äußerst gut ausgefallen. Mit 325.000 neu geschaffenen Stellen in diesem Bereich hatte man einen neuen Rekord aufgestellt seit Erhebung dieser Statistik im Jahr 2001. Das Feld war also vorbereitet, alles war gerichtet und dann war es 14.30 Uhr und tatsächlich hat der Arbeitsmarktbericht positiv überraschen können. Außerhalb der Landwirtschaft wurden im Dezember 200.000 neue Stellen geschaffen, obwohl Analysten nur in Anführungszeichen mit 150.000 neuen Stellen gerechnet haben. Das war also ein Anstieg in doppelter Höhe im Vergleich zu den Zahlen vom November. Und die Arbeitslosenquote, die sank auch überraschend auf 8,5%, dem niedrigsten Stand seit dem Februar 2009. Und was machten die Märkte daraus? Nun, zunächst gab es großes Interesse an Aktien und das zog dann den deutschen Aktienindex nach oben auf ein neues Tageshoch von 6.152 Punkten. Und dann ganz plötzlich verkauften Anleger Aktien und der deutsche Aktienindex notierte eine halbe Stunde später auf Tagestief, nämlich bei 6.077 Punkten. Und wir fragten uns alle, woher kommt denn plötzlich dieser Abgabedruck, trotz der zuletzt doch recht positiven Daten? Nun, die Erklärungen, die waren sehr vielschichtig. Die einen sagten Gewinnmitnahmen und die anderen sagten, vielleicht wissen einige Handelsteilnehmer schon wieder mehr. Vielleicht drohen ja Abstufungen der Bonitätsraten von Euro-Staaten und vieles andere. So ist das eben, dass Anleger und Börsianer immer sehr schnell nach Erklärungen suchen, wenn der Markt innerhalb kurzer Zeit so deutlich abgeben muss. Unter dem Strich bleibt für den DAX heute ein leichter Zugewinn jetzt von einem Punkt auf 6.096 Zähler stehen.